begrüße euch zum Männerwochenorakel vom 25. bis zum 31. Januar. Der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder verflogen. So schnell vergeht die Zeit. Kaum zu glauben. Hat sich einiges getan. Ja. Bei der ersten Legung habe ich hier erstmal die orangene Feder und dann den grün-weißen Stein. Ich würde behaupten, der gehört hier zu den Moosacharten oder ja, Moosstein. Bei dem zweiten, der hat so ein grau, rosa, ja, schwer zu definieren. Ich finde den irgendwie klasse, der kam aus dem Automat. Und irgendwie hat er was, ja. Ja, gehört dann zur gelben Feder. Und den rohen, ungeschliffenen Bergkristall zu der blauen Feder. Ich habe auch ein Krafttier der Woche für euch. Das wäre in dem Fall der Rabe. Na, bleibt er hier stehen? Ja, ne? Okay. Aussprechen der Wahrheit. Horche auf dein schon lange in dir gehütetes Wissen und sprich diese Wahrheit aus. Es ist jetzt Zeit, ihr Leben einzuhauchen. Affirmation: Ich spreche meine Erkenntnis, mein Wissen aus und gebe ihm damit die Energie, sich in lebendige Wirklichkeit zu verwandeln. Wow. Okay. Und die spirituelle Geldbewusstseinskarte, die wir... Ich folge meinem Herzen. Deinem Herzen zu folgen, ist das größte Geschenk, das du dir machen kannst. Und diese Investition kostet nicht einmal Geld. Es kann natürlich sein, dass dir diese Entscheidung nicht gleich von Beginn an riesengroße Geldmengen zuspült und du vielleicht ein paar Monate von deinem ersparten oder einem niedrigeren materiellen Niveau leben musst. Doch wenn du die Kraft, die darin steckt, dem Herzen zu folgen, in dir entfesselt hast, wirst du erleben, wie dein Leben aufblüht und du den immerwährenden Strom von Wohlstand und Überfluss nicht mehr aufhalten kannst. Im Klartext heißt das: Habe den Mut, den Status quo loszulassen und erlebe die Freiheit deines Herzens. Dadurch wirst du materiell sowieso ganz andere Interessen bekommen und du erfährst die unendliche Freiheit eines überfließenden Lebens. Super. So, dann würde ich auch schon mit der ersten Legung beginnen, mit dem grün-weißen Stein, Moosstein und der orangenen Feder. Orange ist so das, ja, über der Kraft, das zweite Chakra von unten. Und so die Kraft von der Erde nach von unten nach oben zieht über einen langen Schlauch, der in die Erde hineinragt. Und dann von oben
die Himmelsenergie herunterfließen lässt. Okay. Wir haben hier allgemein Njörd, Reichtum. Na, das sieht doch mal ganz gut aus, würde ich sagen. Ich muss mal hier ein bisschen größer machen, dass ich auch auf dem zweiten Bildschirm was sehe. Bei dieser Karte bläst uns Njörd günstigen Wind in die Segeln, sodass wir uns weiter entfalten dürfen und den nötigen Schub an Energie für unsere Vorhaben erhalten. Ein günstiger Zeitpunkt, um zu verreisen, um den Horizont zu erweitern, wobei interessante Erfahrungen auf uns warten. Ebenso fordert Njörd uns durch seine Gelassenheit auf, einmal innezuhalten und die Schönheit, die Vielfalt der uns gegebenen Welt wieder einmal bewusster wahrzunehmen. Und er erinnert uns daran, dass die besten Dinge im Leben nicht mit Geld zu kaufen sind. Okay, kommen wir zum Beruflichen. Oh, steht auf dem Kopf. Hier haben wir Brünnhild. Die Entschlossenheit. Ja, sie zeigt hier auch noch den Winter an. Island, Eisbären, die starke Frau, die hier in ihrem Turm ist, der im Flammen steht. Um bestehende Probleme am Arbeitsplatz zu lösen und klare Sachverhalte zu schaffen, sind entschlossenes Vorgehen, Wachsamkeit und Scharfsinn angesagt. Neue Ideen müssen mitunter durch geschicktes Agieren und kämpferischen Einsatz durchgeboxt werden. Doch Selbstdisziplin und geduldiges Ausharren führen zum Erfolg. Bei wiederholten Fehlschlägen lohnt es sich jedoch, die einmal gefasste Entschlüsse zumindest in Frage zu stellen. Zuweilen will das Schicksal nämlich nicht nur unsere Durchsetzungskraft prüfen, sondern uns auf diese Weise auch daran erinnern, dass nicht alle Pläne automatisch ein Anrecht auf Erfüllung finden. Auch Alternativen oder Kompromisse können ans Ziel führen, dass wir dabei ja nicht aus dem Auge verlieren müssen, ne? Okay, und die Liebe und das Zwischenmenschliche. Oh. Nitök. Die Weltenschlange, die unaufhörlich hier in den Weltenbaum reinbeißt, ne? Auch Neid. In erster Linie würde ich sagen, lass auf jeden Fall mit den Drogenkonsum, sonst kommst du hier definitiv nicht weit. In unseren Beziehungen reicht die Palette von kleinen bösartigen Sticheleien bis hin zu hasserfüllter Eifersucht und bittersüßen Rachegedanken. Wir sind auf dem falschen Weg und laufen Gefahr, uns in den giftigen Nebelsümpfen unserer Begierden und Zwangsvorstellungen zu verlieren. Dieser Zustand bedarf dringender Auflösung, da es für alle Beteiligten zu unangenehmen, wenn nicht sogar fatalen Folgen kommen kann. Ja. Ist vielleicht gerade nicht so witzig, wenn man hier auf Teufel komm raus alles durchsetzen möchte. Und ja, vielleicht ist es dann einfach nicht die richtige, beziehungsweise ja, es ist jetzt hier Fasching und geh doch raus und genieße dein Leben. Du
Egal welches Alter du hast, du hast ein Recht drauf, das Leben zu genießen. Du musst hier nicht zu Hause sitzen bleiben und Däumchen drehen. Nö. Aber was will man machen? Na, aber trotzdem, Liebe kannst du nicht erzwingen. Ja? Und mit Sorgen erreichst du genau das Gegenteil. Und hier, vereinfache dein Leben. Entferne alles Überflüssige aus deinem Leben und bringe deine Aktivitäten in ein Gleichgewicht. Deine Energie ist zerstreut und es ist Zeit, sie wieder zu sammeln. Wenn du diese Karte gezogen hast, wirst du aufgefordert, dein Leben drastisch zu vereinfachen. Das bedeutet, dein Heim aufzuräumen, überflüssige Vereinbarungen aufzuheben, Anforderungen aufzulehnen, dich zu organisieren und deine Zeit effektiver zu strukturieren. Vielleicht empfindest du diese Aufgabe als überwältigend, doch wenn du dir einen Tag pro Woche Zeit nimmst, all das Gerümpel zu entfernen, wird sich deine Seele enorm erleichtert fühlen. Die dadurch freigesetzte Energie wird dir helfen, die Aufgabe zu Ende zu bringen. Dein Körper und deine Seele werden dir für ein einfacheres Leben dankbar sein. Ja. Und du bekommst noch einen Engel für diese Woche. Und wir haben hier Karma heißt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ja. Übernehme Verantwortung für dein Handeln. Okay, kommen wir zur zweiten Legung, auch dem Sonnengeflecht, dem Solarplexus, dem gelben Chakra. Und dem Stein. Okay. Yep. Was haben wir denn hier? Arr, der Adler, die Weitsicht. Ja, hier alles aus auch der Vogelperspektive zu sehen, zu betrachten und sich darüber im Klaren sein, was hier so alles geschieht, ja. Auch von, ist es nicht auch der Gehängte? Nee, so. Nee. Im Tarot ist es Sechs der Schwerter und Ass der Schwerter. Märchen der goldene Vogel. Wenn der Ara auftaucht, sollte man die Augen, aber auch alle anderen Sinne offen halten. Zumeist kommt er jedoch weniger als Warnung zu uns, sondern ist vielmehr ein Fingerzeig dafür, dass es Zeit wird, die Perspektive zu verändern und einen frischen Wind in unsere bisherigen Vorstellungen zu lassen. Womöglich ist uns ja der Blick fürs Wesentliche verloren gegangen und wir befinden uns in einer undurchsichtigen, da befangenen Lage. Okay, schauen wir mal ins Berufliche hinein. Hier haben wir Gevion, die Abgrenzung. Ja, sie hat es ja geschafft, hier sich ein Land zu ergattern. In unserem persönlichen Arbeitsbereich sind Klarheit, Struktur und Stabilität angezeigt, wenn wir bereit sind, dafür auch einzutreten.
Absicherung des bisherigen Erreichten ist ebenfalls ein Thema und sollte nicht zu leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Günstiger Zeitpunkt, um Verträge und Verhandlungen zum Abschluss zu bringen, wobei sämtliche Klauseln gut geprüft werden sollten. Ja, das sollte man ja öfters wie einmal. Und wir haben hier noch eine dritte Karte, das ist im zwischenländischen Bereich. Soll, die Sonne, die Selbstverwirklichung. In unseren Beziehungen ist Soll Anzeiger für emotionale Wärme und Lebensfreude. Ebenso steht sie für eine Form von kindlicher Unschuld, aus deren sonnigem Gemüt viel kreative Kraft gewonnen werden kann. Wenn diese nicht missbraucht wird, die Zeit ist reif, sich offen und vorurteilsfrei zu begegnen, auch einmal großzügig über die Fehler oder ungeliebten Seiten des anderen oder von uns selbst hinwegzusehen, um sich gemeinsam an seinen Vorzügen zu erfreuen. Okay, und Meerjungfrau Delfin-Orakel, die haben auch wieder so die blau-gelbe Energie, ne? Bisschen grün, Delfine schwimmen hier. Positive Energie. Umgib dich mit positiven Menschen und Situationen. Meide alle Negativen. Deine Manifestationsarbeit geht gut vonstatten. Diese Karte ermutigt dich, den Prozess auf eine höhere Ebene zu heben. Indem du dich auf eine Negativitätsdiät setzt. Das bedeutet, alle negativen Einflüsse so weit wie möglich zu vermeiden. Meide negative Auseinandersetzungen mit dir selbst und anderen. Schalte bei negativen Themen den Fernseher oder das Radio aus und halte dich von gewalterfüllten Filmen fern. Lies keine pessimistischen Schlagzeilen oder Klatschmagazine. Diese Negativitätsdiät wird alle Blockaden in dir entfernen, die die Verwirklichung deiner Träume verlangsamen oder gar unterbinden könnten. Du kannst auch Feng Shui anwenden, die alte chinesische Kunst der Raumgestaltung, um die positive Energie in deiner unmittelbaren Umgebung zu stärken. Gib allen nutzlosen Kram weg, der deine Wohnung unklar macht. Das schafft Raum für neue Energie und Chancen und erzeugt ein Umfeld der Kreativität, Gesundheit und Fülle. Toll. Hey, du bist das Glückskind der Woche, scheint mir hier. Und deine Engelkarte für diese Woche. Spüre Segen innen und strahle ihn nach außen weiter. Okay. Kommen wir zum dritten Orakel. Allgemein haben wir hier Mimirs Brunnen, die Weisheit. Mimirs Brunnen steht vor allem für
Erfahrene Weisheit, gelebtes Wissen, Intuition und innere Schaukraft. Wir ahnen bereits die Zusammenhänge einer Angelegenheit, selbst wenn wir sie bewusst noch nicht verstehen oder einordnen können. Außen auftretende Symbole und Zeichen können wichtige Hinweise für vergangene Dinge liefern, die direkt mit uns zu tun haben. Wissen, das wir jetzt wieder anwenden können. Auch Träume liefern zuweilen wertvolle Hinweise oder Einsichten, da sie die Schnittstelle zu unserem Unterbewusstsein bilden, welches künftige Ereignisse bereits lange vor unserem Wachbewusstsein wahrnimmt. Okay, und das Berufliche. Outre mir die Üppigkeit. Das hört man ja gern. Im Berufsleben darf es ja, ja gut, zu viel Arbeit ist auch nichts, ne? Da muss der Lohn schon stimmen. Wir schöpfen aus den Vollen und gewinnen Wachstum und Wohlstand. Es sind angezeigt Prozesse, die im Verborgenen ihren Anfang nahmen, kommen nun in die nötige Form und verlangen ein besonderes Maß an Pflege und Aufmerksamkeit, um diese Aufschwungsphase möglichst lange am Leben zu erhalten, gilt es daher, weder in übermütige Verschwendungssucht noch in blinde Habgier zu verfallen. Liebe und das Zwischenmenschliche, der Kampf, holla die Waldfee. Ja, soweit ich weiß, steht er auch für die fünf Stäbe, ja, und die Gerechtigkeit. Ja, die heben auch so die Schwerter hoch. Gut, er steht hier auf anderen, die hier zu Boden gefallen sind, aber die scheinen jetzt nicht wirklich tot zu sein. Die einen, die verkrampfen noch die Hände und der andere hat hier den Stab und da kreist ja noch so den Mund auf und da tritt man jetzt in den Bauch, der andere hebt sich den Kopf fest, ja. Und ja, es ist halt wirklich das Schlachtfeld schlechthin. Und aber trotzdem, ja, fünf Stäbe stehen auch für mich so gerade im eigentlich im beruflichen Leben, dass man nicht egoistisch um den ersten Platz kämpfen soll, sondern als Team miteinander arbeiten soll, ja. Und hier gerade im zwischenmenschlichen Bereich in Beziehungen sollte man als Team arbeiten und Gegner ins Leere laufen lassen, ne? Und nicht in der Beziehung dann auch kämpfen. Kämpfe können zu Hause ausgetragen werden, aber jetzt, ja. Also hier entscheidet die Frage über Art und Sinn des kämpferischen Einsatzes. Sehen wir uns in einer bestehenden Partnerschaft von einem Rivalen bedroht, sind Intelligenz und Schlagfertigkeit gefragt. Auf jeden Fall geht es darum, für die eigenen Meinungen und Interessen einzutreten und diese mit Nachdruck umzusetzen. Ebenso kann ein Ankämpfen gegen Ängste, Depressionen oder Traumata gemeint sein, welche ein Vorwärtskommen verhindern und unsere Objektivität und aktiven Energien zu blockieren drohen. Die Karte ist gleichsam Anzeiger für starke männliche Sexualenergie, die sich danach sehnen, das Ziel ihrer Begierde zu entflammen und zu bezwingen. Türs Schattenseite sind rohe Gewalt und nur schwer zu kontrollierende Triebkräfte, die uns zu Umsicht und Achtsamkeit gemahnen. Okay. Ja, wünsch dir was.
Dies ist ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht. Sprich jetzt ein affirmatives Gebet. Das bedeutet, dass du so tust, als hätte sich dein Wunsch schon erfüllt. Danke dem Himmel für seine Verwirklichung und spüre in deinem Herzen und Bauch, dass dein Traum Wirklichkeit ist. Sage zum Beispiel, danke für Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich immer unterstützt werde. Dies ist ein magischer Augenblick. Gehe zumindest einen Moment lang in einen ruhigen Zustand, schließe die Augen und stelle dir vor, dein Wunsch hätte sich verwirklicht. Spüre es mit deinem ganzen Sein und dann danke für dieses Geschenk und lass es los. Damit es wie ein Heißluftballon in den Himmel aufsteigen kann, wenn du etwas tun musst, um deinen Wunsch zu erfüllen, wirst du in Form von Gedanken, Ideen, inneren Worten, Zeichen, Visionen oder Träumen klare und deutliche Aufforderungen erhalten. Es ist wichtig, dass du dem folgst, um das, was du dir wünschst, in der physischen Welt zu manifestieren. Super. Und dein Engel für diese Woche entdecke das innere Licht, höre die innere Musik, sei du. Haben wir noch die Ja-Nein-Vielleicht-Frage? Okay, ich löse auf. Ja. Nein. Oh, was kommt jetzt? Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Faschingszeit. Jetzt geht die närrische Zeit verstärkt wieder los. Ach, das war eine schöne Zeit. Von einem Faschingsumzug zum nächsten und mit den Stäuben Majorettes, den Stab schwingen und hochwerfen und Drehungen und Figuren und die Auftritte in Frankreich und oh, ich kann mich an so einen langen Umzug, also Backfischfest, da kam mal richtig in den Regen und war ein Klatschblass, da wurde der ganze Umzug abgesagt. Oder Düsseldorf, Mannheim, wo man mit den Mannheimer ja, als Teenies, als Kiddies auf den Umzügen waren. Ich glaube gerade Düsseldorf, da hatten wir extra einen Bus umfunktioniert mit Toilette. Das war Wahnsinn. Dann will man, wenn irgendjemand musste oder so, geschwind in den Bus und oh.
Okay, interessiert jetzt wahrscheinlich nicht. Aber es war richtig schön, ja. Ohne zwei Decken und manchen Mitternachtsauftritten, wo wir dann an den Stäben noch so Kartuschen hatten, die dann gebrochen wurden, die dann im Dunkeln leuchteten. Und es sah einfach richtig stark aus. Vor allen Dingen, wenn man dann auch den Stab noch gefangen hat auf der Bühne und dann die ganze Zeit marschiert, wenn ich daran denke, mein lieber Mann, da hatte ich vielleicht muskulöse Beine. Ah ja. Schöne Zeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und viel Spaß. Seid nicht zu eifersüchtig. Es rennen viele Nachen herum.